Tag zusammen, willkommen zurück in Ruhrkirchen mit einer Mitfahrt unserer Straßenbahn, die wir hier etabliert haben. Wir haben einen großen Bedarf an Nahverkehr. Wir starten hier gerade am Bahnhof und fahren jetzt in Richtung Marxloh. Der Blick hilft so ein kleines bisschen, um ja, mal so einen Eindruck zu bekommen, wie hier unsere Straßen führen. Wir sehen die ganzen Autos, die hier parken. Ich denke, das muss man nochmal ändern. Hier geht es dann den Berg runter. Links ist das Bergmannsheilkrankenhaus. Sehen wir, wie viele Leute hier stehen und warten. Das ist echt, echt schon der Wahnsinn. Also der Bedarf ist groß. Wir werden jetzt in dieser Folge den Busverkehr noch etablieren. Da kommen die Krankenwagen alle aus dem Klinikum. Und wir biegen rechts ab nach Marxloh. Hier ist jetzt nicht so viel Verkehr. Das ist auch sehr gut. Straßenbahn, Schienen liegen jetzt ja hier auf den Schienen. Schienen, genau, auf der Straße. Also wir haben keine extra Uhr dafür. Das haben wir nicht benutzt. Da rechts kommen die nächsten Straßenbahnen, die blaue Linie. Wir biegen rechts ab und sind jetzt quasi wieder auf dem Rückweg. Und hier ja, ist einiges los. Links sehen wir auch relativ viele Leute. Das gefällt mir wirklich gut, auch die Optik. Also doch, sieht gut aus. Wir werden jetzt hier unsere Straßenbahn aber einmal verlassen. Gucken wir uns mal kurz an, wo wir hier gelandet sind. Das ist hier mitten in Marxloh. Wir wollen jetzt die Busverbindung etablieren. Da müssen wir eine Sache wieder zurückbauen, die ich beim letzten, in der letzten Folge noch gemacht habe, nämlich hier dieser Übergang. Der sieht natürlich also nicht nur hässlich aus, ist er auch. Und auch unnötig, wie ich jetzt beim Testen herausgefunden habe. Wir müssen einfach hier Übergang hier so eine Fußgängerbrücke definieren, dann geht es nämlich auch mit dem Übergang. Machen wir jetzt auch nochmal eben schnell als erstes. Wir werden jetzt hier 6 Meter, das reicht, ja, 6 Meter 25 reichen. Wir sehen dann nämlich hier die Brücke und können dann in einer, wenn wir jetzt hier 3 Zellen weitergehen, das jetzt mag er nicht, die Brücke muss länger sein. Jetzt haben wir es. Das war noch ein kleines bisschen wirklich. Wir können hier, glaube ich, mal ein paar Bäume reinsetzen, dass größere Bäume. Hier zum Beispiel. Ja, wertet das Ganze ein bisschen auf. Hier eine Fußgängerbrücke über die Wagnerstraße. Das ist wichtig. Wir haben ja schon gesehen, dass die Straßenbahn nicht reicht, wir hier schon ausbauen mussten. Das heißt, wir werden auch mittelfristig hier noch ein zweites Depot bauen. Ob wir das hier bauen, müssen wir mal sehen. Wir können aber direkt schon das zweite Busdepot bauen, denn wir sehen das hier. 25 Fahrzeuge. Können wir direkt erweitern. Das machen wir hier hinten dran. Jetzt haben wir 35 Fahrzeuge. Die werden auch nicht lange reichen, weil die Stadt einfach schon so groß ist. Das hier wird auch gar nicht benutzt, oder? Ne.
Hier bei den Straßenbahnen. Ne, das brauche ich nicht. Dann kommt der auch weg und wir setzen hier noch ein zweites Busdepot direkt auf diese Seite. Haben damit auch schon 50. Also wir haben jetzt hier 25, 35. Also 60 Busse. Das ist prima. Wir brauchen als erstes natürlich unsere Sendungsziele. Wir sind bei 72.000 Einwohnern. Also die Stadt wächst, obwohl wir jetzt schon seit einiger Zeit gar keine neuen Gebäude produziert haben. Aber durch die Entwicklung der Gebäude wächst die Bevölkerung. Wir werden hier erstmal Straßenhaltestellen, Häuschen platzieren. Das hatte ich jetzt hier überall in der Stadt. Also natürlich am Ackmannsheil. Und dann an sinnvollen Stellen, wenn wir hier zum Beispiel, die ziehe ich jetzt mal schnell. Stiepel haben wir ja noch Platz hier vorne. Da ziehen wir mal so ein kleines Bus, so eine kleine Busstation. Auch in der Nähe der Straßenbahn. Der Seite passt es nicht so gut. Dann platzieren wir es ruhig hier. Jetzt sollten wir auch genug Bushaltestellen haben. Wir machen nochmal den großen Überblick. In Osterfeld brauchen wir nicht ganz so viele hier, aber vielleicht können wir hier in der Mitte nochmal eine platzieren. Dann haben wir hier auch in dem Teil genug. Das ist auch noch ein bisschen dünn. Da passt noch was hinter oben, ist die Schule. Hier haben wir das an der Schule. Dann haben wir diese Haltestation. Hier in Ehrenfeld könnte man vielleicht auch nochmal einziehen, wobei das hat noch nichts mit der Streckenführung zu tun. Das passt, denke ich. Vorne brauchen wir nicht so weit hier immer starten. Ja, doch, das ist ganz gut. Wir haben noch dieses Taxidepot. Das sollten wir hier etablieren in unserem. Ja. Moment, das können wir aber vielleicht geschickter machen. Wenn wir nämlich hier diese Verbindung wählen, so und so, wird ja gesagt, ich habe ja diese Wendemöglichkeit entfernt. Dann können wir nämlich hier durch ein Upgrade da die Verbindung setzen und hier haben quasi. Die Straßenbahn hier einmal drehen, das passt und dann kommt hier noch das Taxidepot hin. Auch da machen wir ein bisschen Abstand. Mal, was wir hier machen können, ist, wir können hier noch Taxis, können wir aus der ganzen Stadt mitnehmen, nicht nur von ausgewiesenen Taxistellen. Das ist gut, das machen wir. Machen wir das Upgrade. Mehr Platz. Wieso eigentlich? Nicht. Wir gucken mal nach dem Geld. Und nur noch 22.000. Und wir haben ein Problem mit dem Abwasser, sehe ich gerade. Ja gut, weil wir jetzt natürlich viel zugebaut haben und keine neuen Einnahmen generieren. Hier vorne kommen wir nicht mehr zurecht. Ich glaube, jetzt ist es auch an der Zeit, einen neuen Abfluss zu installieren. Und das gleiche machen wir dann der Pumpstation. Wir sehen, wir sind bei etwas unter 200.000 Kubikmetern pro Monat. Wo sind wir hier? Jetzt ist Platz. Gut, das sollte reichen. Deutlich drüber
Ja, da schon. Budget. Wasserabwasser 92. Ja. 78%. Das sieht doch gut aus. Wir prüfen nochmal den Müll. Da sind wir gerade plus minus 0. Hilft es immer wieder reinzugucken, auch wenn es ein bisschen micromanaged ist. Also hier gehen wir mal auf 74. Und dann noch letzter Blick, wenn wir gerade schon mal uns die Daten angucken im Strombereich. Oh, wir haben mittlerweile 100 Megawatt. Okay, das ist schon viel. Auch das ziehen wir, glaube ich, dann nochmal deutlich nach oben. Da brauchen wir ja fast schon wieder ein neues Kraftwerk. Prüfen das jetzt nochmal. Wie können wir weiter rauf fahren, die Kraftwerke? Die können ja problemlos in Überlast fahren. 128. Und jetzt haben wir hoffentlich ausreichend. Mehr haben wir nicht. Ja. Wenn es euch ausrechnen, das wäre einfacher. Das auf 150 oder hat das andere Gründe? Wir sind im Winter, müssen wir ein bisschen aufpassen. Also das Spiel simuliert das ja schon. Jetzt haben wir bei Maximum, wir brauchen ein neues Kraftwerk, nicht diese Folge. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir jetzt im Winter sind. Mal hier. Das zeigt uns jetzt ja an. Also das. Also die Anlage läuft mit 25 Megawatt. 24, warum laufen die nicht auf 100, obwohl wir maximale... Ach doch, die haben ja nur 20, ne? Das ist das Problem. Nur eben rein. Ja, ja, genau. Die Kohlekraftwerke können ja nur 20. Also, wir sind davor, ein Gaskraftwerk zu installieren. Das kostet uns 650.000, macht 250 Megawatt. Das es ist noch ein bisschen zu klein. Ich will auch nicht die Kohlekraftwerke abstellen. Wir gucken mal, aber wir haben auf jeden Fall Strombedarf. Wir jetzt gerade im Winter. Wir brauchen jetzt unsere Buslinien. Da werden wir natürlich hier diesen Hub bedienen am Hauptbahnhof und ich werde ich jetzt alle mal nach und nach setzen, dass wir hier sinnvolle Verbindungen in die Stadt bekommen. Ich blende, ne, die Straßenbahn blende ich immer alle aus, denn da sehe ich sonst nichts. Und dann machen wir jetzt hier mal ein paar Busverbindungen. Das machen wir aber im Timelapse-Modus, das geht dann nämlich etwas schneller. Unsere erste Verbindung, wir haben jetzt gerade eben gesehen, dass hier die Zufahrt nicht gut funktioniert. Da müssen wir, glaube ich, hier vorne nochmal eine Verbindung reinschaffen in die Busstation. Das funktioniert. Das ist diese Linie. Achso, der hat hier keine Verbindung. Denn ich glaube, das ist das Problem. Das hat jetzt etwas länger gedauert, denn er mochte hier diese Verbindung nicht, die ich hier geschaffen habe. Dass er hier nicht einmal quer durch die Espenstraße und durch den Tunnel fährt. Das funktioniert jetzt aber. Deswegen habe ich hier nochmal diesen Kreisel gesetzt, dass die Busse hier dann
wenden können, wenn die hier von unten kommen. Wir setzen die nächsten Verbindungen nun. Buslinien gesetzt. Jetzt ist hier gerade eben was passiert, und zwar Wetterschaden. Das Gebäude wurde durch schlechtes Wetter beschädigt. Was ist denn hier passiert? Geht es dann von selber wieder weg? Was ist das denn? Ist das ein Wintersturm? Wir sind ja hier im Februar. Und jetzt, was heißt das? Wohlhabend. Da geht wieder weg. Okay, ne, da war wohl ein kleiner Sturm. Wir haben jetzt alle Verbindungen gesetzt. Wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt hier 8 Buslinien. Ich bin ja nicht immer auf Cam oben. Die kriegen jetzt alle nochmal eine leicht unterschiedliche Farbe. Ich habe die Farben nur gesetzt, damit ich die besser unterscheiden kann. Das Umbenennen mache ich dann nochmal auf Cam. Quasi auch die Richtung definiert bekommen oder anhand der Buslinien sehen können, wo die lang fahren. Dann haben wir das, und jetzt müssen wir mal gucken, und ich hier sehr viele Busse, hier unten fährt nur einer. Das liegt natürlich dann an der Anzahl der Fahrzeuge. Wir setzen hier das immer noch ein kleines bisschen an. Die Busse wollen wir nicht, noch nicht, das kommt alles später. 11 Busse ist ein bisschen übertrieben, das gehen wir mal auf 8 runter. Gesetz, der hier vorne geht, der Wirbelsturm durch, der hier entstanden ist und sich wieder verabschiedet. Also da brauchen wir jetzt auch irgendwie keine hier diese, wo haben wir sie denn bei der Feuerwehr, glaube ich, ne? diesen Katastrophenschutz. Das ist unnötig. Wir können, glaube ich, hier die Gebäude jetzt mal zerstören, die können wir abreißen. Aber mehr machen wir da auch nicht. Gut, was ist hier für ein Herz? Da war doch gerade ein Herz. Liebt uns die Bevölkerung so sehr in Osterfeld? Das ist natürlich prima. Den Nahverkehr werden wir jetzt nochmal weiter beobachten. Denn jetzt, der muss sich jetzt natürlich ein bisschen einpendeln. Ich ziehe das nochmal größer, wo wir hier einen neuen Stadtteil etablieren werden auf der Seite. Das ist, glaube ich, auch nötig. Wir haben jetzt aber soweit alles an dieser Stelle
gemacht, dass ich den Nahverkehr jetzt hier verteilen kann. Was wir jetzt nochmal machen zum Abschluss dieser Folge, und dann sind wir nämlich auch soweit. Wir gucken ganz kurz das Geld, 20.000, okay. Das wäre hier vorne den Teil, vielleicht jetzt nochmal so ein kleines bisschen dekorieren. Denn das haben dann, glaube ich, die Beschäftigten hier verdient. Wir werden hier vorne eine Reihe machen. Das können wir dann auch vorbereiten, hier das Gelände, denn das wird auf jeden Fall auch benutzt werden. Na, da kommen wir nicht näher ran. Aber hier kommen wir doch gut ran. Das heißt, wir werden hier mal ein paar kleinere Gewerbeeinheiten platzieren, damit die Beschäftigten hier auch mal ein bisschen was an Geschäften haben. Restaurants, und Supermarkt vielleicht. Ob wir die hier reingezaubert kriegen. Und dann natürlich ein paar Bäume, die wir hier dann platzieren werden, entlang. Das deckt das dann so ein bisschen ab, halte ich für sinnvoll. Alles klar. Die große Herausforderung haben wir damit also gestemmt, nämlich die Bevölkerung Nahverkehr bereitzustellen. Das gucken wir uns gleich am Schluss nochmal einmal so ein paar Zahlen dazu an. Ich habe jetzt auch die Preise noch nicht angepasst. Das, wie gesagt, machen wir dann nochmal. Das mache ich dann nochmal auf M, wobei, wenn es so gut angenommen wird, wüsste ich jetzt auch nicht, warum wir die Preise senken sollten. Wir sind jetzt ja nicht in einer nachhaltigen Stadt. Das wäre was anderes, wenn wir jetzt halt anfangen würden, die Stadt auf ja, attraktiven öffentlichen Nahverkehr zu trimmen. Das wollen wir gar nicht. Wir sind ja so, also ein bisschen gefühlt in den, was wir so sind, wir in den 1960er Jahren, so ein bisschen, ne? Also, dass man da einfach sagen kann, naja, es ist einfach völlig uninteressant. Wir machen den Nahverkehr, weil er notwendig ist, aber nicht, weil wir ihn haben wollen, sondern weil wir ihn haben müssen, um dem Verkehr so ein kleines bisschen Herr zu werden. Aber die Stadtverwaltung ist davon nicht überzeugt. Das, wie gesagt, kommt dann etwas später. Hier mal ein paar Eichen hier auch entlang, damit das ein kleines bisschen Mischwald. Haben wir hier vorne noch. Das Wetter wird besser. Wir sind Ende Februar angekommen. Hier können wir mal ein paar Büsche pflanzen und hier hinten rum auch noch mal unsere Reihe an Birken. Das haben wir dann auch gut platziert. Jawohl. Gut, damit sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Wir werden dann in der nächsten Folge den Bahnhofsvorplatz entwickeln und dann auch dazu übergehen, dass wir den die Stadt dann noch mal erweitern, wenn wir Bedarf an allem, außer an, da sehen wir hier unten, außer an Büro. Und keine Büronachfrage, das liegt einfach daran, dass wir wahrscheinlich, können wir noch mal nachgucken, keinen sieht man doch auch noch irgendwo. Die Spezialgebäude können wir auch noch mal setzen. Da haben wir noch ein paar. Steuerung. Wir sehen doch hier, also da haben wir die Büros. Das ist alles auf 11%.
Da können wir auch mal nachgucken. Müssen wir gucken, wo das ist. Irgendwo konnte man, glaube ich, noch sehen, was die einzelnen Gewerbearten haben wollten. Ich meine, das konnte man irgendwo auch sehen und nicht nur bei der Bevölkerung. Aber meine Vermutung ist, es fehlt einfach an qualifizierten Beschäftigten. Also hier sehen wir das, die Zufriedenheit, kleine Wohnung, unzulässiges Postwesen, das werden wir ändern. Bevölkerung, aber ich glaube hier bei den Schulen ja auch. Wieso denn nur 25.000 Schülerinnen und Schüler. Wir sehen auch, wir brauchen College und Universität, also auch das müssen wir bauen. Wir sind jetzt nicht die allerintelligenteste Stadt. Das ist so, ist aber auch nicht schlimm. Wir sehen, die Busse werden sehr gut angenommen. 12.019 oder fast 20.000 Bürger, die im Monat mit den Zügen oder mit den Straßenbahnen fahren. Zugverkehr läuft auch gut. Wenn wir uns dann das hier angucken, also die Auslastung ist hier als teils, bei den Straßenbahnen auch. Das können wir dadurch noch erhöhen, dass wir jetzt natürlich den Preis senken. Machen wir dann aber beim nächsten Mal. Wir sind jetzt dann am Ende angekommen unserer Folge. Wir werfen einen Blick von oben auf unser Bahnhofsviertel. Das, wie gesagt, entwickelt sich dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.